halt noch mit länger unterwegs, aber auch Sie erwarten wir. Jetzt wird die nicht lang werden, weil ihr habt noch eure Einsätze auch noch vor euch. Nino, nimm du als erfahrensten Medaillengewinner an Weltmeisterschaften, nimm das ein im zweiten Wettbewerb, wenn man weiss, dass die Schweiz schon eine Goldmedaille hat, und vor allem in der Heim-WM, auch ein bisschen Druck weg. Ja, bestimmt. Wir haben sicher gute Leistungen gezeigt. Solide Leistung und wir dürfen alle zufrieden sein über die Silbermedaille. Und, ich denke, wir haben heute alle unser Bestes gezeigt und können alle auch auf ein super Einzelrennen hoffen, weil wir haben wirklich alle gute Leistung gezeigt und wir sind in allen Kategorien können wir auch dann im Einzel mitfahren um Medaillen. Und, sicher ist das schön, dass wir heute mit den Juniorinnen mit der Gold gestartet sind und jetzt mit der Silber. Und ich hoffe, es geht morgen so weiter und es gibt noch viel mehr Medaillen. Das hoffen wir eigentlich alle und das ist jetzt auch noch mal nebst dem offiziellen Training gestern oder auch morgen wieder, wo wir bis zum Samstag teilweise noch mal so ein richtiger wettkampfmäßiger Test in die Runde. Ja, sicher, es bringt einem sehr viel, wenn man mal wirklich ein Wettkampftempo kann, so eine Strecke abfahren. Auch wenn man im Training mal vollfahren kann, man nie so schnell, wie wenn man das an einem Teamrennen macht. Und das ist jetzt sicher auch eine Erfahrung für uns alle auf dieser Strecke, wo nachher im Einzelrennen einem sehr viel bringt. Und ja, ich denke, wir können alle gut geschlagen auf dieser Strecke. Und ja, es ist eine schöne Strecke und wir geben alles. Das wissen wir, dass wir alles geben. Nathalie, du hast im letzten Jahr hier auf dieser Jahr ist ja ein bisschen modifiziert, die Welt dort gewonnen, heute auch eine Silbermedaille. Also auch für dich ein toller Anfang. Ja, es war cool, mit diesen drei Jungs heute hier zu fahren im Team Relay. Und wir haben uns das Beste gegeben, super gewonnen. Und es ist Motivation und es gibt Zuversicht und Vertrauen fürs Rennen, das am Samstag kommt. Was machst jetzt du speziell, wenn du die Zwischenschale wieder verlässt? Was machst du noch bis am Samstag zum Beispiel? Ja, zuerst mal probiere ich heute oben gut einzuschlafen. Was sicher nicht ganz einfach ist, wenn man eben so klein mit Adrenalin vollpumpt ist nach dem Rennen heute. Aber gut erholen und dann früh genug aufs Rennen, aber die Anspannung wieder zu fahren, dass man dann wirklich vollgeladen am Samstag starten ist. Ich komme mal zum Jüngsten, zum Lars Forster. Eigentlich, du hast ja auch schon Medaillenerfahrungen bei Radwehr-Europameisterschaften. Aber ich denke, so eine Weltmeisterschaft ist schon noch mal eine Liga höher. Es ist sicher noch mal ganz etwas anderes. Und vor allem, weil es auch Handy war. Bist du besonders nervös jetzt dort, mit diesen Kretzdörfern in diesem Team zu fahren? Ich bin ziemlich nervös, weil auf dieser Strecke kann man einfach ziemlich viele Fehler machen und in der Teamrally kann man das einfach nicht mehr gut machen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Nimmt mir jetzt geben die erfahrenen Krebs wie der Nino oder die anderen, auch wie der Florian Vogel oder Fabian Giger, kann man da noch auf Tipps hoffen oder holt man sich gewisse Ratschläge? Oder kommen sie automatisch? Wenn man es gerade sieht, reden wir sicher miteinander. Okay. Lars hat natürlich schon wahrscheinlich den Fokus schon auf die morgige Juniorenrennen. Das ist so, ja. Was hat die Schweiz, also da hat es hoffentlich nur Schweizer, was hat die Schweiz für eine Taktik gemacht? Wiener? Vollfahren. Vollfahren. Danke, Lars Forster. Thomas, als Startfahrer, deine Eindrücke über das Rennen von heute? Ja, es ist immer wieder hure hart und ja, man gibt alles, man will ja, das Möglichste aus sich rausholen und ich denke, das ist heute allen gelungen und ja, bin zufrieden. Auch eben wieder eine besondere Sache, so Heim-WM hat man ja nicht alle Jahre, oder? Nein, ich war schon ein bisschen nervös, dass es von mir ist, aber ja, ist aufgegangen. Ist aufgegangen, so. Und wir wissen das, dass ihr auch weiter gute Leistungen zeigen. Herzlichen Dank und wir überreichen jetzt und ich darf überreichen einen Blumenstrauß für Nathalie Schleiter. Und
Dann ist gerne nochmal auf die Treppe steigen. Schuhe. Ja, oder? Tom hat gesagt ja. Linda, herzliche Gratulation zu dem tollen Sieg, zu dem Weltmeistertitel. Also der Auftakt zur WM ist gelungen, voll und fähnlich der erste Renntag. Was ist eigentlich abgegangen, seitdem dass du die Ziellinie überquert hast, bis du da in der Zwischenhalle gewesen bist? Was ist alles abgelaufen? Ja, sehr viel und doch nicht. Am Abend bin ich ins Ziel gekommen, nachher habe ich mich vorbereitet, nach der Medienkonferenz und das alles. Dann ist schon die Dopingkontrolle gekommen, das hat halt ein bisschen lang gehabt. Jetzt muss ich schnell wieder passen. Sonst muss man rumgelungert. Was heisst rumgelungert? Ja, ein bisschen rumgezogen. Genossen. Ist dir eigentlich bewusst, was du eigentlich geschafft hast? Wird das gut oder kommt das noch dein Snow? Ich denke, also, wenn man über die Ziellinie geht, weiss man, was das erste ist. Ja. Okay. Was hast du jetzt heute Abend noch vor? Mit dem Zentralschweizer Klient? Ja, ich weiss nicht, dass alles noch läuft. Ich denke, noch ein bisschen was. Aber kommen wir jetzt eigentlich nochmal zum Rennen, ist deine Taktik eigentlich heute voll aufgegangen? Also das ist ja logisch mit dem Sieg, aber ist das Rennen so nach deinem Gusto verlaufen? Ja, ich war etwas überrascht, ja. Dass wir nach der Startrunde schon nur noch das Zweite waren und wir waren noch allein für das ganze Rennen. Und die Eindrücke von der Strecke? Ja, die Strecke war sehr steil, aber technischen Abschnitte kommen mir eigentlich sehr entgegen, weil ich gerne noch vorne. Okay. Und die weiteren Ziele jetzt noch, weil jetzt hast du die Saison können krönen mit dem Weltmeistertitel. Geht jetzt Linda in die sogenannte Winterpause, oder noch nicht? Ja, mehr oder weniger. Ja, es gibt noch zwei, drei kleine Rennen, die ich fahre, aber sonst ist es eigentlich fertig. Marathon nicht unbedingt? Nein, ist noch nicht vorgesehen. Okay. Ich denke, die Linda Lindergang hat noch mal einen riesen Applaus für dich.